Tja, du willst mich verwirren, aber das klappt leider nicht, denn ich bin klüger als du. Denn die würden hier nichts ranschreiben, wenn es nicht stimmen würde. Also ich meine, wem würde ich eher trauen? Den Leuten, die hier vorher schon mal geknechtet wurden? Das können sogar die Aperture Science Mitglieder sein. Hier, Mitglieder, ist klar. Mitarbeiter. Das kann sein. Das müssen gar keine anderen Testsubjekte sein. Ich weiß, was mit den Leuten hier passiert ist, die gearbeitet haben, aber ich werde jetzt noch nichts spoilern. Spoilern. Deswegen werde ich es nicht erzählen, euch noch nicht. Aber theoretisch ist es ja nicht unmöglich. Das ist meine Theorie, die ich mir gerade ausgedacht habe und euch leider noch nicht erzählen kann und es wahrscheinlich auch nie kann, weil ich es bis zum Punkt, an dem die Tusse erzählt, sowieso ich wieder vergessen habe, was schlecht ist. Ich habe keine Ahnung, was wir hier drin tun sollen, weil ich da nicht wirklich eine andere Möglichkeit sehe als von außen, aber man hier doch irgendwie reinkommen kann. Hiya, Hype, Hiip, 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 ja, was ist das denn für Dosen? Das sind Ehrens. Vielleicht Beans? Hier, Bohnen? Könnte sein. Ja, Beans, Bohnen. Alles klar. Mr. Beans hat sich in den Dingen zu verkrochen, in den Dosen. Ja, komm mal raus, Mr. Beans, hier. Ich will, dass du die hier fertig machst, die hier die ganze Zeit so spricht. Hier. Den Namen von ihr. Namen. Ja. Ah. Werden wir jedenfalls auch noch erfahren. Die Bezeichnung. Die Maschinerie Makoloko Bezeichnung, die maschinelle Bezeichnung. Oh mein Gott! Sie zielt auf mich! Stop! Don't fire me! Bum. Bum. Ah, hab sie getötet. Oder so. Gut, neuer Versuch, warum wir da nicht hochklettern können. Ich weiß es nicht. Können wir da hochklettern? Ich weiß es nicht. Nein. Ich würde mal auf Nein tippen. Warum bin ich jetzt hier hingegangen? Ich glaube, das ist nicht wirklich höher, oder? Nein. Das da drüben ist am höchsten. Gut, dann gehe ich da hin. Klingt logisch, oder? Ich müsste jetzt sagen, klingt logisch, tut es das nicht. Denn das ist korrektes Englisch. Oh nein! Ah, und was zum Teufel? Okay, da. Da hatte ich jetzt dimensionelle Verwirrung. Was zum Geier ist da drin? Ach so, gar nichts. Das ist Beleuchtung. Ich dachte schon, da wäre irgendwie Plasma, Magma drin. Ja, das war so geil. Das möchte ich auf jeden Fall nochmal wiederholen. Auf jeden Fall. Alter Schwede, war das geil. Hier geht's hoch. Dann ist das wohl, wo wir hingehen werden, wollen, tun. Ah ja, natürlich. La 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 la, runterkommen. Wing, swing, wing, bam. Da hatte ich jetzt schon wieder ein bisschen dimensionelle Verwirrung. Ich habe dimensionelle Verwirrung gestiftet. Nein. Da oben. Ja, hier ist jetzt eigentlich nur noch das Ziel herauszufinden, wo man Portal platzieren kann und wo nicht. Dann sollte man noch das Timing gut schaffen und schwupps hat man das Level geschafft. Den Levelabschnitt oder so, keine Ahnung, egal. So, dann war das falsch? Ich hoffe nicht, dass es falsch war. Das wäre nicht so toll gewesen. Die Tür kann man nicht aufmachen, weil da ist, wie man sieht, kein Griff, sondern nur ein Tastenfeld. Das ist aber eine geile Ersetzung. Anstatt einem Griff, der da rein texturiert wurde, einfach reingezeichnet in die Textur der Tür. Einfach ein Tastenfeld zu machen, für das man den Code nicht kennt. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Da unten stehen wir. Oh, das war jetzt keine gute Idee, aber gut. Nee, nicht gut.
Ist doch alle Gutti hier. Ja, klar. Das war jetzt sehr schlecht. Das war sowieso schlecht. Aber gut. Es kann ja nicht alles gut sein. Falsch. Hier. Ich werde jetzt etwas sehr Gefährliches machen. Ihr müsst mir vertrauen. Hat geklappt. Lalala. So. Das sieht jetzt sehr schwer aus. Und ist es auch. Ja, das sieht jetzt auch sehr übel schwer aus. Ist es auch. Oder auch nicht. Nein, nicht angry. Nein, nein, nein. Deine Protokolle vermeiden dir, englisch zu sein. Englisch. Angry zu sein. Englisch. Over here. Over here. Soll ich da jetzt ein Portal hinmachen oder soll ich da hoch? Ich glaube, ich soll da hoch. Ja, dann mache ich ja einfach oben ein Portal hin. Ist doch eine Idee, ne? Einfach mal tun, was einem gesagt wird. Wow. Oh, das macht man ja in keinem Spiel. Gut, und jetzt... Jetzt, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, zocken! Nein, ja doch, aber auf anderem Wege. Warum anderer Weg? Keine Ahnung. Ich muss schon wieder, lass mich raten, so ein übles, ja, genau, so was machen. Okay. Finde ich jetzt nicht so gut, aber gut. Aber schlecht, wohl eher. Ah. Totlach. Lachflash. Lachflash for the win. Warum? Portal möchte nicht, dass ich was mache. Alles klar. Wow, wow, wow. War jetzt scheiße. Aber es hat geklappt. Denn da kann ich jetzt Portal hinmachen und das Portal habe ich da hingemacht. Jetzt kann ich da nämlich so einfach hin und schwupps. Bin ich da? Ja, ich bin der Meister in diesem Spiel. Ich weiß. Nee. Ja, da haben wir es gesehen an der Wand. Wir müssen hier hin. Gefällt mir aber gerade nicht. Warum geht das nicht kaputt, Mann? Bei dem einen ist kaputt gegangen, als er sich draufgestellt hat. Und ich hier stelle mich drauf und ich bin so leicht. Guck mal, ich hab doch so kaputte Füße. Ich hab doch so ein Fußdingen, womit ich dann Fuß. So ein mechanischen Fuß hab. Warum kann ich damit nicht einfach da kaputt machen? Das kann doch nicht angehen jetzt. Ich könnte einfach rein und alles wäre gut, obwohl ich dann wahrscheinlich von einem Cube hier getroffen werden würde, von einem Würfel. Genau, Würfel nennt man das auch. Aber ich nenne es Cube, weil Cube ist halt Cube, weil Englisch ist super. Englisch ist die beste Sprache auf der Welt. Ja, jetzt wollte sie kurz nicht sprechen. Das war sie. Ja. Sie hatte jetzt kurz einen Aussetzer, weil sie ja nur eine Maschine ist und die halt auch mal Fehler hat. Oder sie fand es zu beschämend, was die Entwickler, was Valve ihr da einprogrammiert hat zu sagen. Also hat sie es einfach nicht gesagt. Das klingt doch sehr logisch. Total. Gut, ich glaube, ich habe irgendwas falsch. Nee, habe ich gar nicht. Ich bin unter dem Ding, nicht über dem Ding. Dann hätte es nämlich keinen Sinn gemacht. So, jetzt. Yay. Wow, wow, das war schnell. Gut, wir müssen hier runter. Da können wir nicht rein. Loading. Ah, ich sehe gerade, Jugger ist gerade online gekommen. Wir haben 14.46 Uhr. Merkt euch das, Leute. Jugger ist um 14.46 Uhr online gekommen. Und er schreibt mir nicht auf meine Offline-Nachricht zurück. Was ein toller Typ. Naja, machen die wenigsten. Warum? Keine Ahnung, aber ist halt so. Oh, das ist nicht gut. Naja, es geht. Nee, ich bin jetzt nicht mehr da, ne? Du auch? Bam. So, ja, tschüss. Oh, oh. Ich kann uns durchs Portal treffen. Das wollen wir natürlich nicht. So, bam. Und jetzt haben wir sie. Du solltest jetzt eigentlich nicht mehr in der Lage sein, etwas tun zu können.
Nein, nichts Target Lost hier umfallen. So, jetzt. Gut, was hat uns das gebracht? Für einen Vorteil, da ist was. Da ist eine Hand. Hier geht's hoch. Nur wie geht's da hoch? Falsche Kammer. Muss ich da etwa wieder was portalisch regeln? Portalisch ist ein super Begriff. Da komme ich so nicht hoch. Jedenfalls ist das so. Wie komme ich da hoch? Aha! Ich bin so... okay. Ja, natürlich. Ich bin die schlechteste Mutter der Welt. Nein! Die guten Leute sterben. Natürlich. Alles klar. Das ergibt sehr viel Sinn. Findet ihr auch, dass die Maschine da mal an ihrem Sinnergebungsprotokoll arbeitet?